haben mal wieder einen ganz besonderen Gast hier auf der Hallo. Rechten Seite. Haha. Mir ist am Schälen, Bruder. Hey, du bist auf der linken Seite. Hä, oder ist das falsch? Doch, das ist doch richtig. Ich bin auf der rechten Seite. Hä, hallo? Worüber reden wir? Du bist doch auf der rechten Seite. Ja. Ja. Ich bin der besondere Gast. Ja. Ja, ist doch richtig. So cringy, wie es schon gerade anfängt. Wir haben so viel Headroom, du hast so viel Headroom, merkst du das nicht? Warte. Siehst du das nicht? Ich bin ja hier auch ein Mann der Zukunft. Oh. Ne? Du bist mit Kuppen, du kleine Vanille. Was ist der Sinn? Heute wird es sehr, sehr cringe, weil wir gucken uns Fan-Edits über uns beide an. Oh nein! Ja, es wird sehr, sehr unangenehm. Ich habe schon mal mit Julia gemacht und danach hat Julia mich auch einfach geboxt. Geblockt? Geboxt. Und dann geblockt. Genau. Antwortet Julia dir. Ich habe Julia, glaube ich, vor einer Woche eine Sprachnachricht gesendet. So, ey, ich habe gerade deinen neues Tanz gesehen, voll nice. Sie hat nicht geantwortet. Ja, also ist normal. Ich glaube, die hat mir einmal geantwortet und dann habe ich super schnell geantwortet nochmal, weil ich noch eine zweite Frage hatte. Keine Antwort mehr. Also ich weiß auch nicht, ob es wirklich ist, weil sie ein persönliches Problem mit uns hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie niemandem antwortet. Die hat doch Kontakt zu doch. Menschen. Okay, die hat mir zuletzt sogar geschrieben, aber das ist 27. Februar gewesen. Welchen haben wir jetzt? So, ja, Thomas hat die Sachen rausgesucht und Thomas hat die Sachen auch erstellt. Das sind seine Edits. Er ist der Fan. Es gibt auf jeden Fall ein paar sehr cringige Sachen über uns. So, das sind teilweise Sachen, meistens wahrscheinlich aus einem Stream einfach, weil einfach Blicke entstehen. Alles Slow-Mo abgespielt, sieht unangenehm aus. Wir machen und gehen rein jetzt. Ey. Das ist gut zu wissen, weil dann kann ich dich ja auch zum Lachen bringen. Kannst du versuchen, aber ich bin richtig schlecht gelaunt heute. Okay. Oh Mann, Alter, das ist so unangenehm. Ich hasse das so sehr. Ich hasse das so sehr. Ey, man guckt sich einmal an und das ist dann in Slow-Mo und mit so einem Busch-Effekt. Digga, ich kann nicht mehr. Das ist so scheiße. Scheiße, ich traue mich auch gar nicht, die hier dran anzugucken. Ich will gar nicht hier sein. Ich auch nicht. Verdammte Scheiße, Mann. Wo ist mein ganzes Kuchen abgeblieben? So reden jetzt aber du. Alle, die versuchen, Synchronsprecher zu werden. Und das ist gar nicht. Synchronsprecher. Mach du mal, du bist ja auch Synchronsprecher. Verdammte Scheiße, Mann. Jetzt machen wir Synchron. 3, 2, 1. Verdammte Scheiße, Mann. Mach du mal. Verdammte Scheiße, Mann. Verdammte Scheiße, Mann. Ja. Immer so mit dem Stöhner, Mann. Ja. Ja. Alter, von dieser Stream da, der ist so ein Evergreen, den immer wieder sehe, werde ich damit konfrontiert. Mhm. Aber auch ein lustiger Stream. Ja, ein lustiger Stream, ja. Ja, Ju, was sagst du dazu? Ist so unangenehm. Ich dachte, man sieht das nicht. Ich dachte, wenn ich die Kamera nicht sehe, sieht die Kamera mich nicht, dachte ich. Ey, aber es ist wirklich alles in Slow-Mo, sieht viel sinnlicher aus und viel bedeutsamer aus. Und es ist so scheiße, wenn das so zusammengeschnitten ist. Scheiße. Die Alter. Sind schon krank süß, Mann. Ich brauch das Video unbearbeitet. Ich soll irgendwas haben, Mann. Julian Bam. Rezo. Mexifizieren. Nu. Julia Beautix. Hä, ich rall's nicht. Ich check gar nichts. Ich rall das TikTok nicht. Das? Aber es hat auf mir aber 45.000 Likes, was nicht wenig ist. Aber ich hab's gar nicht verstanden. Aber was auch krass wäre, wenn wir einmal zu fünf Videos machen. Ich weiß, das ist Chaos einfach. Das ist ja viel zu groß Chaos. Ja. Und ich glaube, niemand hätte Bock drauf. Aber wäre krass. Wäre trotzdem. Krass. Vor allem, wenn dann jeder an einem Tag auch irgendwie fünf Videos drehen möchte. Ja. 25 Videos an einem Tag, easy. Ja, easy. Nachhinein. Das Ding ist, man macht das halt mal so ganz kurz. Man hängt den ganzen Tag ab und den ganzen Tag so und dann sagt man so, ey, einmal kurz am Tag macht man einmal so einen Move. Einmal kurz am Tag. Vielleicht auch ein zweites, drittes Mal. Aber es ist halt so ein ganz kleiner Tag ein Teil vom Tag. Aber wenn das dann so editiert wird, dann ist es plötzlich so alles. Es ist immer dann. Obwohl das ja auch schon immer nach der Kamera auch passiert, ne? Hier. Ich mach.
hinter sich. Ist das jetzt was Gutes? Weiß ich auch nicht. Es klingt übertrieben. Irgendwie klingt es voll traurig, aber nur wegen der Musik. Ja. Wäre da unten darunter jetzt eine lustige Musik gewesen, dann wäre es voll so cool gewesen. Ja, so, ja geil. Ne, auf zu neuen Taten. Ja. Neue Projects. Mega cool. Aber jetzt klingt es so traurig. Voll. Das ist halt auch mal das Ding bei diesen Edits, dass die Musik so viel Stimmung ausmacht. Ja, aber auch deswegen. Man macht halt mit Reactions mehr Geld als mit den guten Videos. Ja, okay, das stimmt. Das ist halt nicht meine Lüge. Ja. Ich würde niemals mich wagen, so unkorrekt zu sein. Ich würde mich von mir selber schämen. Ich würde mich im Grund und Boden schämen. Naja, du und Kurzfilme. Ich habe schon viele Kurzfilme gemacht in meinem Leben. Einige Kurzfilme. Ja. Die kennst du noch nicht, weil die alle in Cannes auf den Filmfestspielen gespielt haben. Ah, ja, da bin nicht ich auf YouTube. Da bin ich selten. Ja, natürlich. Mülleimer hier? Hier ist ein Mülleimer. Da ist nur ein Wachstuch drin. Lisa, kann ich ja mein Kaugummi nicht reintun? Ja, natürlich kannst du dein Kaugummi da reintun. Da ist nicht meine Tüte drin. Hey, tu doch einfach rein, das... Pass auf, dann tu doch. Pass auf, tu doch. Warte. Tu es doch in ein Taschentuch, dann klebt das nicht. Hier. Es ist im Mülleimer. Hast du es jetzt schon reingetan? Ja. Das ist ein Edit. Aber das ist ein Moment für viele Leute gewesen. Ja, aber warum sind wir denn, warum ist die Stimme denn so? Weil es wären wir so kleine Eichhörnchen. Ja, weil das dann noch viel zu lange dauert. Da hat keiner die Geduld dafür. Das ist einfach schneller abgespielt. Ja, und das ist süßer. Ja, voll, mega schön. War ein süßer Moment. War ein süßer Moment. War ein süßer Moment, ja. Alter Scheiße. Ja, was ist denn da los? Ey, was ist denn da los? Das habe ich gar nicht gesehen. War das dieses Video, wo ihr so Freundschaft getestet habt? So? Ja. Ich habe es nicht geguckt, weil es eine halbe Stunde lang war. Deswegen habe ich gedacht, oh, weiß nicht. Aber das ist da drin passiert. Ja, da ging's zur Sache, Alter. Ja, ich weiß auch nicht, ey. Das. Weg. Ich habe ein Interview gesehen. Ich habe auch keine Lust mehr auf dieses Video. Es ist wirklich unangenehm. Wenn du nicht gesagt hast, das war so schön. Ich weiß ich kam nicht drauf, mein Leben war so sweet. Du weißt es nicht mehr. Ich weiß gar nicht. Ich habe alles vom Text. Hey, sorry. Aber diese Blicke in Slow-Mo sind so unangenehm. Es ist so krass. Und dann die Musik noch dabei. Und dann eigentlich, diese Voice-Over noch hier. Aber das Ding ist, eigentlich haben wir uns ganz normal unterhalten. So, ey, ich habe ein Interview von dir gesehen. War voll sweet, was du zu mir über mich gesagt hast. So, ohne Musik. Ohne Slow-Mo klingt das normal. Ja. Klingt das einfach wie eine normale Unterhaltung. Aber so. Wenn du nicht gesagt hast, das war so schön. Ich weiß, kann nicht auf mein Leben. Ich kann das alles nicht mehr. Ich will weitermachen. Alter Scheiße. Ich bin froh, dass ich dich habe. Das war ein Joke. Das war so ironisch, da sagst du mal das. Oh Mann. Das ist Ey, ist egal, wann du was sagst. Egal, welche Jokes du machst. Ja. Im Pool noch! Ey. Boah, Alter, ey. Ich find's auch ein bisschen unangenehm. Ich kann noch nur zwei, drei Stück machen. Die sind wirklich mit Liebe gemacht, ne? Die Edits sind wirklich mit Liebe gemacht. Ich kann das alles total verstehen, dass man das so macht, aber ich will auch gehen. Alter, ey. Okay, das finde ich immer geil, diese, also ich finde, ne, auch, ne, wir wollen uns nicht lustig machen darüber, das ist einfach nur für uns gerade unangenehm, so, aber diese Hobbylos-Trickserien. Das ist immer cool. Die sind immer funny. Ja, wir sehen jetzt so aus wie Pippel, so, Academy Pippel, so, aber. Wieso? Also, folgendes, ich gehe so von A nach B, ja, ist ja egal, wo ich hingehe. Du warst irgendwo. Ich war irgendwo auf dem Weg und dann so eine Frau mit Kind. Irgendwas zwischen 4 und 12 Jahre alt. Ah, grob. Grob, ja. Und die Mutter irgendwie zwischen 12 und 40. Gut. Aber sehr gut. Das ein sehr guter Podcast, by the way, kann ich ja ganz sehr guter Podcast. Erwähnen. Also wer Hobbylos nicht hört, der ist absolut lost. Mm. Ich kann nicht verstehen, wie man Hobbylos nicht hören kann. Klingt ein bisschen arrogant, ist auch genauso gemein. Lacht schon. Die Mutter war auf jeden Fall schon älter. Die meinte, ach, der YouTube-Star Julian Bam. Das war so unangenehm. Foto? Und dann war ich auch schon so auf Netz, so, ja, wir können, klar, können wir gerne ein Foto machen. Und das Kind dreht sich so um und umarmt die Mutter und sagt so, nein, der ist cringe. Nein. Ja. Nein. Wirklich die Worte, der ist cringe. Ja. Boah, das hat tief gesessen, Alter. Ich glaube auch. Das hat erstmal deinen Tag runtergezogen. Ja, ich war auch mega down. Das ist süß gemacht, so, irgendwie. So cute, cool, Digga. Sehr, sehr cute. I think we fucked. Oh Gott. Hey, wenn ich oberkörperfrei bin, wegen Tattoo. Du kannst total gerne oberkörperfrei sein. Okay, Mann, das ist doch nur freundlich. Das ist nur nett. Das wird cringe. Das letzte. Ich kann das nicht mehr. Oh Mann!
Aber diese Videos damals, die waren super anstrengend, ja, aber die haben schon viel Spaß gemacht. Übelst Bock, Mann. Ja. Ohne Scheiß, ich erinnere mich so gern an die Zeit und wie wir damals die Videos gedreht haben. Auch diese Musik und dann hast du da schon irgendwie einen Song gemacht, man hört rein, denkt so, geil, Alter. Und hat, also war schon cool, aber es war einfach zu anstrengend. Krass, ja. Ja. Ey, ganz ehrlich, wir müssen das hier abbrechen. Ich kann. Ich glaube auch, ich wär sehr dafür. Ja, ich wäre auch dafür so. Das war. Ich kann dich auch gar nicht mehr angucken. Ja, ich will auch eigentlich anzugucken. So. Nee, war ein gutes Video. Reicht dann auch, glaube ich. Ich glaube auch, das wird auch langsam beenden. Ich glaube gerne. Ich kann mehr mit Palle machen. So. Aber liked das Video. Ne? Ja, na gut. Dann sehen wir uns wieder Podcast mal. Übermorgen schon. Ja, können wir auch Discord aufnehmen. Ja. Ich hätte dann aber keine Kamera dafür. Ist okay, ne? Ist okay, ist okay. Okay, cool. Ja, cool. Schaut gerne bei Rezo vorbei. Ja, tschüss. Wie, ihr habt jetzt abgebrochen? Oder? Ja, wir können nicht mehr, das ist anstrengend. Hört doch auf. Ich glaube, das reicht, Thomas. Das habt ihr als letztes angeguckt? Ja. Das war sehr unangenehm. Aber ich glaube, das reicht, Thomas. Das reicht nicht. Da geht's weiter. Ihr seid hier zum Video aufnehmen, nicht zum Video abbrechen. Ja,